Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Shenmage TV und heute spielen wir die wunderschöne Aktion Vermisste Schätze. Die kennen wir schon, die gab es schon ein paar Mal. Der gute Ullmann ist diesmal in Fontaine unterwegs. Ullmann, und wir können uns dann hier eine von diesen Seelen aussuchen und eine davon scheint ziemlich gleich auszusehen, finde ich. Aber mal gucken. Ein paar davon habe ich schon. Da habe ich eine, da habe ich null. Gelb habe ich nicht. Und diese neue habe ich nicht. Das ist eine gute Frage. Und ich habe gehört, eine von denen macht nicht so ein ekelhaftes Geräusch. Mal gucken. Also, wir gucken uns erstmal den Auftrag an, auch wenn das eigentlich klar sein sollte. Aber, wie immer, weist uns der gute Ullmann vielleicht ein. Was wir aber natürlich aufgrund des Namens auch zu erkennen immer tun müssen, ist Schätze finden. Und das tun wir mit der guten Selie. Ullmann! Was geht ab? Kleiner Knirps, ich kann wirklich nicht tauchen. Schau, ich habe nicht einmal einen Tauchanzug. Herrje. Auch wenn ihr einen Zirkus veranstaltet, ich kann nicht mit dir runtergehen. Ullmann, besorgen wir den. Shen und Palmer, was für ein Zufall, dass wir uns hier begegnen. Du ziehst die Selie noch genauso an wie früher. Du kannst dich immer noch nicht mit ihm verständigen. Übersetz mir doch bitte, was die Selie sagt. Macht euch nicht über mich lustig. Ich kann verstehen. Ich verstehe ein bisschen, was sie mir sagen möchte. Ich bin auch von denen gekommen, um Geschäfte zu machen. Als ich im Wasser entlang spazierte, hatte ich plötzlich schon wieder eine kleine Selie am Hals. Ich habe mich längst schon an solche Sachen gewöhnt. Also bin ich ihr gefolgt. Ich habe Berge bestiegen, Kämme überquert und musste sogar in einem Boot rudern. Oh, ich hab Schluck auf. Normalerweise hüpft sie auf und nieder, um mir zu zeigen, dass sie an einem Ort vergraben ist. Doch diesmal ist sie kopfüber ins Wasser gesprungen und immer tiefer getaucht. Aber ich kann überhaupt nicht tauchen. Außerdem habe ich von Leuten gehört, dass es im Wasser nur Strömungen gibt, sondern auch allerlei gefährliche Dinge. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als im Boot auf ihre Rückkehr zu warten. Aber diese kleine Knirps beharrt darauf, mich unterirdische Orte zu führen, wenn ich doch nur verstehen würde, dass ich wirklich nicht tauchen kann. Du hast also die Eigenarten von denen gut kennengelernt, oder? Ich habe sie erlebt. Alle erlebt. Es ist wirklich ein freundliches, herzliches, liebenswertes Land, das man gar nicht wieder verlassen möchte. Haha. Und deshalb willst du uns bitten, die Aktion zu treten, richtig? Genau. Dem Himmel sei Dank, dass ihr noch nicht so stark von den Menschen in Fontaine beeinflusst wurdet und weiterhin so sauber und geschwind sprecht. Ich kann die dramatische Art und Weise, in denen manchen geliebte Anwohner sprechen, einfach nicht ausstehen. Von 20 Wörtern sind durchschnittlich 2 respektvolle Anreden, 3 Metaphern und 6 Adjektive. Meine rhetorischen Fähigkeiten sind wirklich nicht ausgereift. Ach, ich glaube, ich wurde wieder beeinträchtigt. Komm, in diesem Notizbuch habe ich alle Orte verzeichnet, an denen mein kleiner Knirps gebracht hat. Wie gehabt, bringt mir alle antiken Eisenmünzen, die ihr findet, und ich werde sie euch zu einem guten Preis abkaufen. Auf gute Zusammenarbeit, Shen und Paimon. So, wir hoffen natürlich, dass wir die komplette Aktion machen können. Ich hoffe, ich habe spät genug angefangen und nicht, dass jetzt noch eine Schatzzone fehlt oder so. Wenn doch, dann werde ich sie auf magische Weise entsperren. Schau dir diese Schatzkarte in Ullmanns Schatzheft an und folge der Karte, um das Gebiet zu erreichen, in dem der Schatz vergraben ist. Ullmann wird jeden Tag ein neues Gebiet in dem Schatzheft markieren. Insgesamt gibt es 6 verschiedene Schatzgebiete. Wenn du die Schätze suchen und sie in ihrem Inventar anlegst, kannst du sie in dem Schatzgebiet. Okay, das ist alles gleich. Nachdem du die Schatzsuchende Serie angelegt hast und beschworen hast, werden auf dem Mini Standorte der Mission angezeigt und erstellen. Revitalisieren. Die schatzsuchende Serie kann ein Schatzgebiet finden, nachdem sie 3-mal Energie gesammelt hat. Alles klar. Sobald du mit der Suche nach dem Schätzen innerhalb eines Schatzgebietes an Land beginnst, wird der schatzsuchende Serie in einem bestimmten Radius nach Schätzen suchen. Du musst der schatzsuchenden Serie helfen, Energie zu sammeln, um ihre Lebenskraft zu behalten. Wenn du der schatzsuchenden Serie hilfst, sich innerhalb der bestimmten Zeitspanne vollständig zu erholen, kann sie mit der Suche nach den Schätzen beginnen. Ja, okay, das ist irgendwie neu. Wenn der Schatzsuchende Serie einen Schatz findet, bleibt sie dort und zeigt den Ort des Schatzes an, grabe den Schatz aus. Okay, ja gut, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. So, Serie anlegen. Blablab. Oh nein, meine optische Linse. Okay, warte mal. Wechseln. Ich muss erst in eine Schatzzone. Kannst du mir sie nochmal zeigen? Ach, das ist das Falsche. Warte mal. Kann ich auch hier drücken, ne? Details. So, schau. Schatzzone 1. Hinweis. Okay, das ist da drüben. Alles klar. Wissen wir ja, wo das ist. Da, in der Nähe von Poisson. So. Und der Rosa de la... Spina de la Rosa, so heißt. So,
Hallo? Okay. Hallo? Ach, da. Ich gucke auf die Minimap, um die Teile zu sehen. Da. Okay. Dieses Drücken der Taste macht was? Ich scheint ein Schatzversteck gefunden zu haben. Zeig es mir! Ach da. Alles auf der Minimap, okay. Gib mir diesen Schatz. Ah. Okay. Ah, guck mal, so läuft das hier. Ah, das ist neu. Glaube ich. Ich merke mir doch solche Aktionen nie. Nein, ich hab gedrückt! What the fuck? Was hast du getan? Boop. Herausforderung abgeschlossen. Schlossen, schlossen. Is it what you wish to find? Hopefully the Schatzsuche geht weiter. Chest has at least made it a worthwhile experience. Worthwhile experience. Hi, I'm Nivellette. And my dick is so large. And is made out of water. I will make you wet. I'm gonna make you wet. What, what? Die zwei. Hallo, hallo, hallo. Oben drauf. Okay. Halt, stopp. Oh, da. Ach Gott, Kinderfreunde. Füll euren Scheiß nicht. Muss ich die umbringen? Ja, ist das hier der Deal? Achso, die droppen die Scheiße. Das ergibt Sinn irgendwie, irgendwo, irgendwann. Easy. So, damit sind wir... Mit Schatz so eine 1 durch, ich bin weg. Eieieiei. So, Schatz so eine 2, Thalassia-Ebene. Okay, das ist mitten in the water. In the water. In the water. Ich bin hier falsch. Okay, warte. Ja, ich hatte ein bisschen Strangel am Hintern. Doch, das ist doch. Bin ich. Warte mal. Bin ich hier falsch? Ich bin nicht falsch, ich bin nur zu weit weg. Okay. Mein Gedanke war richtig. Blub. Da. Okay, was geht hier ab? Wenn eine Wasserblase den Zugang zu der Schätzungsserie und zu der von ihr benötigten Energie versperrt, musst du die Herausforderung bestehen, um die Blase platzen zu lassen und den Hindernis zu entfernen. Okay. Während der Herausforderung musst du die Kräfte bestimmter xenomatrischer von Themamutanten absorbieren. Dabei musst du die schatzsuchende Serie bei dir haben und folgenden Hinweisen mit den xenomatrischen Mutanten finden. Okay, das ist. Die Herausforderung besteht aus mehreren Runden. Zerstöre mit der Kraft der bestimmter xenomatrischer von Themamutanten alle Pummelfrüchte oder besiege alle Monster innerhalb der vorgegebenen Zeit, um die Runde abzuschließen. Schließe alle Runden ab, um die Herausforderung zu beenden. Die Flintfrucht ist eine Pummelfrucht mit einer harten Schale. Knackt ihre Schale, um die Pummelfrucht darin zu zerstören. Okay. Wenn du ein dreckiges Früchtchen triffst, werden alle Pummelfrüchte, Flintfrüchte und dreckigen Früchtchen auf die Runde zurückgesetzt. Also versuch, so gut es geht, dreckige Früchte zu vermeiden, während du die Pummelfrüchte zerstörst. Ah, dich, okay, dich soll, da steht sogar, welche ich nehmen soll. Nee, okay. Oh, okay, verstehe. Das ist ja voll fies. Fuck. Okay. Einfach auf die mittleren zielen anscheinend. What the fuck? Immer noch weiter? Leute, ich hab doch Cooldown. Was soll das denn? Oh, wow. Okay.
Das hätte zum Glück gar nicht lange gedauert. Heiligsblechle. Was? Hier ist noch eine Dings? Ein Hydrokulus? Wo? Okay, ja gut, darum kümmere ich mich bitte. So, okay. Das sind ja doch sehr langwierige Aufgaben. Wer hätte es gedacht? Hallo, guten Tag, hallo. Drei, zwei, eins. 3, 2, nein! 3, 2, 1, ach, guck's dir an, ey. Mein Skill und meine Fähigkeiten werden nur noch von meiner Schönheit übertroffen. So. Oh, zack. Oh, jetzt come on! Es ist die scheiß Blase im Weg. So, okay. Zack. Da. Ist das wenigstens auf dem Boden? Ja, okay. Das ergibt auch Sinn. Antike. Ach so. Ach, das war die Schatzzone. Hier gibt es nicht zwei. Okay. Na gut. Weiter geht's, Freunde der Nacht. Das ist auf diesen großen Berg. Da oben, glaube ich. Da, hallo. Dönerschnitzel mit lecker Pommes. Ich war hier richtig. Lüg mich doch nicht an. Ah, geht doch. Blub. Wieder den falschen Teleporter. Entschuldige, bitte. Oh. Ich dachte, jetzt lässt du mich da oben drauf raus. Das wäre voll cool gewesen und so. Oh, das ist gar nicht die Scheiße. Fuck. Deswegen hat er mich nicht da oben rausgelassen. Da gibt's Sinn. Scheiße. Okay. So. Grabi, Grabi. Wo bist du, mein Schäufelchen? Mein Schäufelchen voll Münzen. Oh. Natürlich müssen es Wasserelementare sein. Was auch sonst. Seems like an emergency. Protect you. Time to shine. Strike a pose. Wo genau ist hier noch einer? Ich blind? Ich bin blind. Let the record show that I verbally consent. Da ist auch noch ein Hydrokulus. Never ever habe ich den nicht gefunden. Die neue gespawnt oder was? Das ist irgendwas, muss irgendwo unterirdisch sein oder so. Das kann ich mir nicht anders erklären. Ding, 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 ding. Ja, die Rosen und Musketen hat tatsächlich viele Leute in der Dings-Quest, in der Echotten-Quest gespoilert. Was ein bisschen traurig ist. Das werde ich jetzt hier nicht tun, aber ne, der Ausgang der Echotten-Quest ist tatsächlich. Ich dachte, wenn ich hier gerade schon bin. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your position. 40, heilige Scheiß. Heute wollen wir auch Navia rollen übrigens. Habe ich noch nicht gesagt, aber. Also ich drücke auf den Knopf und dann macht er das von alleine fertig. Oder was? Okay. Fast von alleine fertig. So. Is it what you wish to find? Das war Schatzzone 3. Dann Schatzzone 4, das ist das Bezirk Liffey, das ist dann hier oben. Ist natürlich, verliert irgendwie den Reiz, wenn es da steht, wo das ist. Aber gut.
What do you prefer? Ach, guck mal hier, Bumsebums. Ja, danke. Puff. 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 Okay, easy. Zack, eins. Wo ist der nächste? Da oben. Da ist auch noch einer. Ach, welchen nehmen wir denn jetzt? Da ist auch wieder so eine Panzerkrabbe. Okay. Nee, gleich so ein Oktopus oder so. Echt jetzt? Mein Gott. Drei, zwei, eins. Pene! Pene! Oh. Okay. Soweit so gut. Das ging schnell. Okay. Zack, zack. 90 Eisenmünzen. Easy. Das war Schatzzone 4, glaube ich. Jo, jetzt kommt Schatzzone 5. Wald von Erinyes. Ist das hier? Nicht sicher. Not sure. So, mal gucken. Wald von Erinyes. Sieht schon ziemlich stark nach hier aus. Ich bin mal wieder einen Tacken zu weit links anscheinend. Ach, Kinder. Jetzt bin ich einen Tag zu weit rechts, oder was? Ja. Ach ja. What? 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 Da. Eins. Dribbel mich! Bling, 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 bling. Ich will nicht fryen. Do you prefer? Achso, muss ich schöner ausgraben erstmal. So, ich hätte mir vielleicht irgendwas mit Speedbuff oder so mitnehmen sollen. Für Rumgerenne und so. Die Schatzsuche beginnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Was für eine Unglückszahl. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. It's legally yours now. Also da und da hin sehe ich auch schon direkt ein. Die sind ja nicht so weit. Und da hinten ist auch noch einer. Okay. Ist einfach Pneuma und Uja irgendwie zusammen gemacht hier, um diese Optik zu erstellen anscheinend.
your head. Let the mighty be humble. Let the mighty be humble. Silence. War ein cooles Lied von seinem Speech auf Reddit, hab ich gesehen. Es war ziemlicher Banger gewesen. So, aber ich kann es leider nicht so einfach nachsehen. Worthwhile experience. So. Das war Schatzzone 5. Jetzt haben wir noch die letzte. Wald von Irenis. So, das ist da. Unter Wasser. Am Lumiduke-Hafen oder wie das Ding heißt. What do you prefer? Ja, ich habe hier noch nicht gequestet. Mea culpa. Bin ich hier etwa falsch? Nein. Blub. Okay. Das ist der Lutschsauger, oder? Das ist ja sehr spannend hier mit dem. Okay. Aber irgendwie mussten sie den wohl reinbringen noch. Gott, hier sind überall Hydrokolosse. Oh Gott, ich darf gar nicht hingucken. Mein Erkundersinn flippt gerade aus. Dann gehe ich halt auf die Seite. Niemand hat gesagt, dass ich da hinten stehen bleiben muss. Oh. Gut, jetzt habe ich es irgendwie gecheased. Egal. So, wo ist der nächste? Ach ja, das ist ein schönes Gebiet. Fontänen werde ich vermissen. Das hat tatsächlich echt Spaß gemacht. Das Wüstengebiet hat mir nicht so gut gefallen. Das Pflanzengebiet von Inazuma, von Sumeru allerdings schon. Das fand ich ganz gut. Wo in aller Welt? Ach da. La la la. So. Gib mir den Loot, Bitch. Oh, auch nochmal schön Urgestein. So, Epilog. Wir gehen jetzt sowieso zu dir zurück. Ullmann. Nein, der Teleporter da. Gut. Ich werde erstmal shoppen. Dann den Epilog. Mir den Epilog geben. Antike Eismünzen, antike Eismünzen. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. So viele antike Eisenmünzen kann ich sicher für ein gutes Zimmer verkaufen. Danke, Shadow Paimon. Natürlich, ich glaube, dass du die antiken Eisenmünzen Moro umtauschen kann, aber andere nützliche Gegenstände täglichen Bedarfs. Wirklich, ich möchte mit meinem früheren Mittelsmann nicht mehr zu tun haben. Er verlangt immer erschreckend hohen Anteil. Außerdem landet das Geld meist zu spät in meinen Händen. Ich habe keine Ahnung, was er so treibt. Aber außer ihn finde ich auch niemanden verlässlich für eine Zusammenarbeit. Reden wir nicht davon. Das ist für euch. Als zusätzliche Entlohnung für unsere langfristige Kooperation. Wenn das Geschäft von dem vorbei ist, muss ich mir auch Gedanken machen, wie es weitergeht. Ich kann nicht mehr so mehr reisen, das ist zu anstrengend. Okay, aber kannst du mir vielleicht erstmal
Danke. Ah ja, hier, erstmal eine Serie kaufen. Ja, welche nehme ich denn jetzt? Prachtvoller Glanz. Oh, ich kann nur eine Serie kaufen. Na, ich kaufe die mal. Was soll's. Wir sind in Fontänen. Dann macht die Wasserserie doch Sinn. So. Was haben wir hier noch Schönes? Ach, guck mal. Urgestein. Ja, die nehmen wir. Easy. Das Zeug. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Ich overcap das immer und dann muss ich es wegschmeißen. Aber egal. Dup. So. Damit haben wir alle Belohnungen. Und jetzt schauen wir mal, was unser Urgesteinkonto sagt. Okay. Ich kann hier noch ein bisschen was eintauschen. Das sieht gut aus. Okay. Folgendes. Wenn ihr euch mein Video zu dem Pity angeguckt habt, ja. Das Pity-System erklärt, heißt es. Dann wisst ihr, wenn ich jetzt genug Rolls hier habe. Müsste da eine Navi rauskommen. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und ich meine jetzt nicht 90, ja, das ist klar, aber da, 15. So. Wir sind also bei 65? Also wir sind schon bei 75. Okay. Das heißt, ich bin jetzt an dem Schwellenwert, in dem das Soft-Pity nach oben geht. Das heißt, die Chance, dass ich jetzt in diesem Roll eine Navi kriege, ist astronomisch hoch. Also so ein bisschen. So. So, da ist sie ja endlich. Mensch. Navia, schön für dich. Bringt nichts, meine Urgesteine aufzubehalten, weil die nächsten Banner sind alle uninteressant für mich. Deswegen wollte ich sie unbedingt noch haben. Und jetzt, da es noch ein Tag geht und ich das jetzt geschafft habe, freue ich mich sehr. Und jetzt checkt schon mal eure Freundeslisten und schickt mir bitte Anfragen, weil ich muss jetzt diese blöden Materialien fahren. Ich hoffe, ihr braucht sie nicht mehr. So. Ich habe auch wieder ein bisschen Platz in meiner Freundesliste, glaube ich. Also, jetzt gerade. Ich habe wieder ein paar Leute rausschmeißen können, die seit Ewigkeiten nicht mehr on waren. Ja, ich habe 6 Plätze frei. Guck mal. Also, wenn ihr noch einen super Genshin Impact Freund braucht, der immer on ist und nie reagiert, wenn man ihn anschreibt, dann bin ich euer Mann. Also, meine lieben Freunde. Oh, guck mal, hier ist auch noch eine Errungenschaft. Alter, ich kriege hier die Urgesteine links und rechts ins Gesicht gespritzt. War vielleicht ein bisschen ungünstig ausgedrückt. So. Als nächstes, Tanz des entschlossenen Willens. Sehr schön. Ne? Was ich auch noch adressieren wollte, ist, ich war ja früher mal... Oder bin's irgendwie noch? Ja, Noelle, halt doch mal die Frage. Noelle Main. Und Noelle ist ja nun mal leider durch das Skirk, oder wie das heißt, also dieses neue Charaktere sind besser als alte, diese Ratio leider ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil sie zu schwach geworden ist. Aber jetzt durch Furina kann man wieder Noelle spielen im Abyss, ja, und zwar richtig stark. Also, gönnt euch unbedingt ein wunderschönes Noelle-Team, weil, wenn ihr Noelle mögt, weil jetzt ist sie tatsächlich wieder valuable. Jetzt muss ich mal gucken, wie Navia da ins Team passt, das werde ich jetzt gucken, aber sie wird auf jeden Fall jetzt hier in dieses Team reinkommen oder da, ich ja Freundschaft haben werde. Das heißt, ich pack die mal hier hin irgendwie. Navia, wo bist du? Ach, guck. Hab ich auch ein sehr schickes Cosplay gesehen auf Reddit. So. Freunde der Nacht. Das ist schön, dass das alles geklappt hat, wie ich das mir das vorgestellt habe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt die Aktion auch abgeschlossen. Gönnt euch die Urgesteine. Es war eine Menge. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.